Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Nexomon Extinction. Wir sind immer noch hier im Drachendorf, auf der Dracheninsel. Und wir haben im letzten Part Nadine Ventra besiegt. Abtrünnig wie ich und Jin waren auch mal Gildenthema, weißt du. Sobald du es betrittst, wirst du vermutlich nicht mehr viel von der Gilde halten. Deine Loyalität wird auf die Probe gestellt. Ich weiß nicht, was von nun an passiert. So oder so wird es gefährlich. Bekämpfe mich und euren und zeig, dass egal, was in der Zukunft auf dich gewartet, du gewappnet bist, Maika. Das ist so eine Arschkuh. Jetzt mal ohne Witz. Die macht mich wahnsinnig, ne? Ey, das ist so gemein! Ja, komm. Hast du das gehört, Eurus? Wach auf, es ist soweit. Es ist ein riesiger Vogel. Das ist so gemein. Halt, Maika, das ist Eurus, der unbesiegbare Tyrann des Windes. Als im Ventras Vermächtnis geborener Titan ist seine Macht unabstreitbar. Unbesiegt, absolut. Eurus ist das Symbol der Dracheninsel. Gib alles, Maika. Gib alles oder geh zugrunde beim Versuch. Ich gehe, glaube ich, zugrunde. Sehr gut. Wieso? Was macht denn provoziert? Blitz ist also effektiv gegen mich. Gut zu wissen. Ey, als ob. Ich hab langsam die Faxen dicke von euch hier mit eurer kleinen Schummelei. Macht mich ja wahnsinnig. Du darfst vergiften. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber du darfst vergiften. Hey, ich... gleich im Strahl. Haben wir es bald? Können wir jetzt hier so schnieki-schnieki mal kämpfen? Der hat auch mit Level 28 ist ja auch im 300er Bereich, ne? Klar, bei dem funktioniert die Vergiftung. Also. Kritisch. Ich sehe das ja auch gerade ganz kritisch. Mir egal. Der kriegt aber auch. Seht ihr das?
Mir reicht's. Also, wir kennen jetzt seine drei Dings noch, aber ne, es trifft aber auch nicht einfach. Es trifft einfach. So, damit ich schon nachher noch mal was abkriegt. Ja, ich weiß. Krieg's, Birdy, komm. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du darfst auch mal verfehlen. Also du darfst auch mal... Ne, ich treffe nie. Also meine Statuseffekte... Komm nicht zur Geltung, Leute. Das war kritisch. Und ich bin gelähmt. Er ist müde. Und jetzt ist er tot. Er darf auch sofort angreifen. Wo ist denn lieber da? Ich möchte nur sagen, dass das Effekt, ne, der könnte verbrennen, aber nur bei 10%. Wieso sollte er auch verbrennen? Das ist so dieses so... Sehe ich nicht. Was ist los? Magst du jetzt nicht mehr dich selber heilen? Verbrenn doch! Im Schatten der Leidenschaft! Oh, ey, Mann. Lieber wäre wieder ein beinahe ein Level aufgegangen. Aber Opfer lernt auch kategorisch gar nichts. Maika, dieses Silberabzeichen trägst du wahrlich verdient. Das ist wundervoll. Du bist die Verbündete, die ich schon immer wollte. Komm mit mir, ich werde dir die Geheimnisse der Gilde verraten. Und vielleicht finden wir die Gründe, warum meine Drachen so verrückt werden. Ich gehe mich... Ich möchte nur sagen, dass meine Statuseffekte nie getriggert haben. Da haben sie sich so gedacht, nö, müssen wir nicht. Eieiei. Das war hart. Das war hart, ein Stück Arbeit, du. So, Rinder. Rinder in die gute Stube. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Dieser Ort ist ein Wrack. Der Vorfall liegt mittlerweile 15 Jahre zurück. Die Gilde versucht verzweifelt, die Tyranten zu besiegen und ihren Krieg zu beenden. Die Menschheit stand am Rande des Abgrunds und wir hatten Angst. Also sammelte Amelie die begabtesten Tamer, um sich im Gang eine Waffe zu entwickeln.
Ich habe einen Trank gefunden. Niemals. Um die Tyranten zu töten, entschied sich Amelie dazu, eine neue Rasse von Nexemon zu erschaffen. Etwas Starkes, aber ohne Gewissen. Ein unbesiegbares Biest, das nur einen Auftrag hatte. Die Tyranten zu finden und zu besiegen. Warte, zwei davon kennen wir schon. Wir waren verzweifelt, etwas zu erschaffen, was einen Tyranten ebenbürtig ist, war unser einziges Ziel, einen weiteren Tag zu leben. Folge mir, es gibt noch etwas, das du sehen solltest. Also die geht in die Richtung, was zum Geier. Bei allem, was sie hätte tun können, um den Tyranten zu bekämpfen, haben sie sich dazu entschlossen, noch mehr Monster zu erschaffen? Das macht keinen Sinn. Jedes Nexomon unterwirft sich dem König der Monster, richtig? Also wie hat es die Gilde geschafft, die Drachen zu kontrollieren? Weiß ich nicht, wir gehen jetzt aber in die Richtung. Also, kann ich da rein? Scheint gesperrt zu sein. Ich habe Donut gefunden. Was? Hier was? Ah, weil ich hier nicht durchkomme. Aber. Ibi. Hier ist nichts. Wurde verarscht. Kiste. Da oben geht's halt. Noch mehr Money für mich. Nee, ich will halt nicht kämpfen, weil ich nicht weiß, wann ich heilen kann. Und ich will jetzt meine ganzen Tränke nicht wasten. Die sind teuer. Und die leveln ja mit alle. Also ist es ja egal. Alter Verwalter, lass mich hin. Nur minimal zickig gerade wegen den Leuten. Ey, Lydia, ne? Das ist immer so. Du hast jetzt für mich gearbeitet, also kannst du jetzt auch kämpfen. Das ist so. Wo ich mir so denke, Alter, das ist so unfair. Und diese. Also, ich sag's mal so: durch die ständige Auswechslerei ist natürlich mehr Skill gefragt und mehr. Oh, du hast einen XP-Booster. Und natürlich auch mehr. Taktik, ne? Dass man jetzt nicht immer sagt, ja, ich klopp nur mit einem drauf. Aber Himmel, Arsch und Zirn, also gegen Dings zu kämpfen, ne? Gegen, ach, wie hieß er denn? Eurus. Ne, Level 28, ich war drüber und dann hat er aber über knapp 300 Lebenspunkte. Die musst du erstmal runterböllern. Da hätte ich aber ganz gut auch ein Elektro-Dings benutzen müssen, ne? Ein Elektro-Nexomon. Ach, wie bist du? Aber das ist halt schwierig. Weil die haben sehr viele Innenelemente reingeknallt. Und bis jetzt bin ich ja von meinen Pflanzen-Dude ja nicht so begeistert. Vielleicht muss ich doch steigen und mir den Elektro-Dude holen. Den Elektro. Bring mal rüber. Ein Trainingsamulett. Vergesst manchmal, was die Sachen machen. Bewirkt, dass dein Team nach jedem Kampf 3% Ausdauer wieder. Okay. Also ich habe schon 8 XP-Booster. Na, ich bin ja mal gespannt. Diva geht bald auf Level 31. Diva liegt vor. Also der Feuerstarter, der ist krass. Der Feuerstarter ist ja mal mega krass. Ihr könnt ja sagen, ob wir Opfer austauschen sollen. Gegen den Elektro
Gegen die Elektro-Eidechse. Dann suche ich halt die Elektro-Eidechse noch und level die hoch. Weil bis jetzt macht der eine ja nicht so richtig. Macht halt jetzt nicht so die Sachen. Ist das nicht eures? Jedes Nexomon, das kein König hat, wird über die Zeit verrückt. Also taten wir, was getan werden musste. Wir gaben ihnen einen König. Wir manipulierten ihren Verstand, damit die glaubten, dass eures der König der Monster sei. Also denken sie, eures ist Omnicron? Deshalb ignorieren die Drachen ihn. Es ist eigentlich lustig, selbst wenn heute Omnicron höchstpersönlich auftauchen würde, würden die Drachen ihn nicht als ihren König ansehen und ihn stattdessen angreifen. Da eures ein ruhiger Tyrann ist, beschloss die Gilde, einen Deal mit mir abzuschließen, damit ich ihm bei ihrem Experiment helfe. Was ging schief, wenn ihr alles unter Kontrolle hattet? Warum wurde dieser Ort zerstört? Vor 15 Jahren ist etwas Merkwürdiges passiert. Alle Drachen wurden wahnsinnig. Nicht mal eures konnte sie aufhalten. Ich habe vermutet, dass ein extrem mächtiger Tyrann an diesem Tag auferstanden ist, was die Raserei verursacht. Aber ich konnte diese Theorie nie beweisen. Dieses gesamte Projekt war ein Misserfolg, aber Amelie hatte andere Pläne. Eigentlich immer voll die krasse Geschichte hier, ne? Ach, ein kleiner Mini-Drache. Da komme ich irgendwie über Dings. Hab ich schon wieder irgendwas verpasst? Warte, ich will noch. Na gut. Nach allem, was passiert ist, hatte sie nichts gelernt. Amelie entschied sich, von vorne zu beginnen, eine weitere Art Nexomon zu schaffen. Dein Ernst? Nochmal? Sie war unerbittlich. Ihre Besessenheit machte sie mehr als verrückt. Die nächsten 15 Jahre verbrachte sie damit, das ultimative Nexomon zu erschaffen. Ich protestierte. Wir alle protestierten. Atlanta, Jin, Celine. Die Idee machte uns krank. Sie brachte die Gilde gegen uns auf, nannte uns Abtrünnige und jagte uns. Ich entschied mich aber dazu, der Gilde zu dienen. Es ist gut, in der Nähe seiner Feinde zu sein. Der Aufruhr der Drachen, könnte das im Zusammenhang mit dem stehen, was vor 15 Jahren passiert ist? Vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist ein Rätsel, was wir niemals lösen konnten. Aber es ist ein Fakt, dass die Gilde von einer Verrückten geleitet wird. Maika, bitte hilf mir, Amelie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Leute, jemand ist hier. Scheinbar ist die Gilde uns bereits auf der Schliche. Was, wozu sind wir hier nur reingeraten? Komm schon, wir müssen weiter. Ja, ich... Geh aber dahin. Aha! Ja, gut. Falls wir denn so die Großdrachen treffen, können wir denn nochmal gegen die kämpfen und besiegen. So, jetzt, ne? Bleib nicht stehen und lauf! Kind. Nicht stehen bleiben, laufen. Vielleicht doch einfach mal kurz abspeichern. Wir haben jetzt so viel gelabert. Dankeschön. Da war ich schon. Die Tür war aber eben zu. Die Haupttüren stehen offen. Das muss Amelie sein. Nur sie hat Zugang zu dem Raum. Bin ich. Ey, was machst du? Wir sollten abhauen. Das ist meine Chance. Ich kann Amelie hier und jetzt besiegen.
Ich werde sie davon abhalten, noch mehr Anomalien zu erschaffen. Ich werde den Namen meiner Freunde reinwaschen. Maika, das könnte eine der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens sein. Kämpfe oder flüchte wie ein Angsthase. So, sollen wir abhauen oder... Was ist das für eine Frage? Ihr habt sie gehört, euer Boss ist super verrückt. Sie hat die Drachen erschaffen und jetzt will sie noch etwas noch Stärkeres machen. Aber was, wenn ihre Kreation dieses Mal tatsächlich funktioniert? Ach was, wenn sie so gut sein soll, warum hält sie es dann geheim, hä? Ich werde Lydia helfen, macht, was ihr wollt. Immer dieser Gruppenzwang. Sind wir jetzt die Schlechten? Ah, das wird unsere Karriere ruinieren. Lydia hat eins draufgekriegt. Maika, bleib weg von dieser Abtrünnigen. Sie hat dich in die Irre geführt. Du wirst doch wohl meinen Worten mehr trauen als denen einer Kriminellen. Oder hörst du vielleicht eher auf deine Freunde? Hi. Was macht ihr denn hier? Horst Nauer, hört mir zu. Maika wurde von dieser Abtrünnigen einer Gehirnwäsche unterzogen. Ach du Gott. Überwältigt sie uns, bringt sie zur Gilde sofort. Hä? Ach, wahrscheinlich soll das heißen. Überwältigt sie und bringt sie zur Gilde sofort. Ich wusste doch, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, Maika. Aber mit dir auch nicht, Coco. Ihr sucht doch nur nach einer Möglichkeit, befördert zu werden. Okay, das reicht. Komm schon, du Spaß. Oh, genau. Ach, wie süß. Mal sehen, wie klug er ist. Nicht klug. Ah, der hat den Starter. Ich habe aber mehr. Ey, vergifte doch mal! Himmelarsch und Zwirn! Das war effektiv. Das wusste ich jetzt nicht. Fesselt. Warte, wer war gefesselt? Ich hasse dich. Oder mit Ghostface Pfingsten einmal. Mach einmal Seelenfresser und dann werden wir auf Diva umswitchen. Haben wir es bald? Klar, da kommt die Verbrennung oder was? Als ob. Die alte Auto. Ross, tickst du noch ganz richtig, Maika? Du weißt doch, wie verdorben die Abtrünnigen sind. Sei doch kein Narr und komm zurück zu uns. Ich werde dich bekämpfen, wenn es sein muss. Oh, komm schon. Das ist nicht fair. Mein Team ist angeschlagen. Ey, das ist so unfair, ne? Haben wir es bald? Darf ich auch mal?
Vergifte nicht. Das ist zu krass. Vergifte einfach nicht. Hi. Hm. Was sagt Birdie? Birdie kann auf jeden Fall, glaube ich, eine Attacke aushalten. Muss ich vorher erstmal mal heilen, bevor ich die überhaupt einsetzen kann. Team. Diva geht's ja noch ganz gut. Verbrennung! Hey. Wisst ihr, Diva macht halt den Job einfach. Da bräuchte ich Birdie. Ja, ich weiß. Ich muss aber erst Lilly heilen. Bäm! Die Lilly geht sogar ein Level ab, ne? Birdie auch. Und Opfer auch. Whirlpool. Hat eine Chance, mit 30% doppelten Schaden anzurichten und 20%. Ne. Ne, 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 ne. Ist mir zu schwach, ehrlich gesagt. Aber Opfer lernt immer noch nichts. Gott, der Gedanke, dass du so stark geworden bist, Maika. Ich will dich nicht bekämpfen. Siehst du nicht, was Lydia mit dir gemacht hat? Natürlich war ich es, der die Drachen kreiert hat. Sie waren unsere einzige Hoffnung, die Tyranten zu überleben. Aber nach der Tragödie vor 15 Jahren beschloss ich, das Projekt zu beenden. Ganz einfach. Welchen Beweis habt ihr, dass ich Varos erschaffen habe? Ich habe nie Varos Name erwähnt. Also es ist wahr. Du hast uns belogen. Ihr Kinder seid so kurzsichtig. Unsere Welt zerfällt, während wir sprechen. Die Tyranten haben uns alles genommen. Ich werde das tun, was ich für Parum tun muss. Für die Menschen. Für euch. Die Drachen. Varos. Ich werde alles erschaffen, um unsere Leute zu retten. Unsere Welt mit Abscheulichkeiten zu füllen, führt zu nichts. Ich werde euch zeigen, was eine Abscheulichkeit tun kann. Varos. Komm her. Ich hab Angst. Ey, mein Team ist nicht geheilt. Das wäre jetzt echt mega unfair. Was in aller Welt? Was ist das für ein Ding? Das ist kein Nexomon, das ist definitiv kein Nexomon. In Ulsas Namen, was hast du getan, Amelie? Was ist das für eine Monstrosität? Ostua, Maika, ich bereue es, dass es so kommen musste. Seht her, das ist die Krönung lebenslanger Arbeit und Forschung. Die ultimative Waffe, um diesen unsinnigen Krieg zu beenden und die Menschheit zu retten. Das ist Varos, der künstliche Tyrant. Ein Schild, das alle Menschen beschützt. Ein Schwert, das alle Tyranten tötet. Mit Varos werden wir unseren Planeten zurückholen und unsere Zukunft. Ein künstlich erschaffener Tyrant? Diese Frau ist super verrückt. Du stürzt uns alle ins Verderben, Amelie. Hätte so nicht enden dürfen. Tschüss, Maika. Oh, bitte nicht. Ey, nein. Kein Kampf und schon. Ey, Spiel, tu mir das nicht an. Das wäre so unfair. Bin ich tot? Nee, ich fliege einfach.
Ich fliege aus luftiger Höhen. Ja. Gut. Ob wir sicher landen, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.